Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum ersten Wettkampf der Formel 1 in der Liga. Wir sind in Abu Dhabi und mit dabei auch hoffentlich für die ganze Season meine Kommentare in der Pali. Ja, servus. Wir sind in Abu Dhabi, wie Sen schon gesagt hat. Und ja, ich werde jetzt erstmal die Streckenfacts wieder raushauen. Und zwar eine Streckeninfo. Und zwar haben wir 21 Kurven, 2 DRS-Zonen wie auf jeder Strecke, eine Gesamtlänge von 5,55 Kilometer, einen maximalen Speed von 338 Kilometer pro Stunde und der Rundenrekord war eine 1:40.279 von Sebastian Vettel im Jahre 2009 im Red Bull Racing. Ja, wir sind in Abu Dhabi. Die letzten Vorbereitungen laufen, die Autos stehen schon am Start, es geht gleich los. Sand, was sind so die Erwartungen heute fürs Rennen? Ja, also natürlich die ganz, ganz klare Renault im Fokus, ist ja klar, nachdem man letzte Woche auch gesehen hat, dass Renault wirklich dabei sein kann. Aber man hat auch letzte Woche gesehen, dass die Final Lap ganz entscheidend sein kann und deswegen bin ich mal gespannt. Ich denke mal, dass heute auch auf jeden Fall wieder ein Klassiker kommen wird. Ja, es ist ja Pallis Lieblingsstrecke. Was glaubst du, er hat es ja auch schon in den Konferenzen gesagt, was glaubst du, wie wird er abschneiden? Vor allem er für seine Lieblingsstrecke, Vollgas, oder? Ja, also ich schätze, dass er wieder alles auf den Sieg setzt will. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende sein wird für ihn. Ja, aber natürlich ist auch Mercedes, by the way, auch im Blick. Und wir gucken jetzt erstmal das Pre-Racing-Ergebnis an von den 3 Testrennen. Alien hat 2 Rennen gewonnen, dann Daniel, erstaunlich, auf dem 2. Platz, Lucky Ice, hat ja auch 1 gewonnen, dann Pali, Sand, Femio, Bembel, Christi und Extorm. Und dann ab, sagen wir mal, Tingel geht es eigentlich schon in diese Einrennenphase. Wir sehen es hier, ne? Mit Doro, der Meister, der DNS, wie wir es einfach mal nennen. Und Bosberg kein einziges Mal in den Start gegangen, ich würde sagen. So wie aus den Sachen, ich würde sagen, wir gucken uns mal die beiden schnellsten Rennrunden an. Links die Runde von Daniel und rechts die von Glocki. Wir haben ja gestern schon gesehen, Pali, ne, dass Daniel die Pole gefahren ist. Aber gucken wir mal an, wer denn. Oh, da war gerade bei Glocki, egal, auf jeden Fall. Gucken wir uns erstmal an, wer denn wo Zeit gut gemacht hat und Zeit verloren hat. Naja, man sieht schon, dass Daniel viel früher einlenkt und den Scheitelpunkt deutlich besser erwischt. Aber Clockmaster in den Kurven viel Zeit wieder rausholt. Und ich glaube, das wird das Problem bei Daniel sein. Renault-Pilot Daniel aber trotzdem sehr gut dabei. Sie befassen beide dieses Pirelli-Schild. Und sie sind auf einer Höhe, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das Qualifying ist jetzt eigentlich gleich schon beendet. Beziehungsweise war schon beendet. Daniel, und bei Clockmaster jetzt gucken wir natürlich erstmal, wer hier jetzt besser abschneidet. Sektor 2. Alles klar. Mal, ich hätte wieder an diesen obrigen Brücken, wie ich es immer nenne, wer da schneller ist und so weiter. Bisher sind wir ja nicht gleich auf. Glocki war ein bisschen schneller bei die Brücke. So, Glockmaster hat die beste. Gib einfach Gas, weil da noch ein anderer Puls hätte, aber wir sind ja bei Daniel schon vorbei. Und Armin Supersoft, immerhin. Bei Glocki sind nur knapp, ich glaube. Wäre trotzdem Pole gewesen, ich hatte eine 36 auf der Uhr. Auf jeden Fall, der Pole-Vergleich. Zwingen sie gleich beide ins Hotel ein, bremsen beide. Und Glockmaster verbremst sich, aber Daniel hat auch einen Quersteher und da wird es auch nochmal knapp. Aber Daniel hat die Nase vorn. Daniel hat die Nase vorn. Glocki verpasst den Scheitelpunkt. Ich denke mal, das war einer der größten Fehler mit dem Verbremser, dass er die Pole da wegschmeißt und da sieht man jetzt die Kurve kommen, wenn er schon einlenkt. Und dann ist doch jetzt das Glockmaster. Also Daniel ganz kurz hat die Pole geholt. Und sehen wir es auch. Jawohl! Das ist schon krass, aber der Ultra schon auf den Reifen. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall gut. Also, und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt am Startgrid. Die Kameras zeigen uns immer noch die schönen Töne. Ich muss das mal Spotify an. Gino auf der 3, dann Alien, Bempel ganz weit vorne, Tingle auch, Bosberg, naja, gut, wieder mit dabei, Pauli auch, Sand mit dem Red Bull stand ich weit hinten, muss man sagen. Eis ja auch, der war ja eigentlich auch mehr weit davon zu erwarten. Ja, dann in Länge 11. Alex 12. Christi 13. Extorm aus Schweden 14. Mindoro 15. und keine Zeit konnten sitzen. Landvogt, Femio Bay und Baytona. Landvogt hat das aktuelle Problem, ist, dass wir gar nicht an den Start gehen können. Femio und Baytona, der einzige Fahrer aus der Türkei, bei VZ, by the way, wahrscheinlich schon. Von 18, ne? Oder beziehungsweise 9 von 17 in dem Fall jetzt, ne? Nimmt einfach Sprint für 30,9 Runden mit, das reicht. Ja, wir sind jetzt gerade bei den letzten Einstellungen, die Teamchefs machen werden, bevor es dann in die Einführungsrunde geht. Wir hören schon, beim Mercedes-Pilot der Landvogt gibt es große Probleme aktuell mit den Hydrauliksystemen. Es ist noch unklar, ob er an den Start gehen wird. Und ja, die Sessionzeit hat der Boss schon gesagt, hey, es geht jetzt in ein paar Sekunden los. Und dann geht die Einführungsrunde. Normalerweise, weiß ich nicht. Auf 1 in der VSF 1 League. Wir sind onboard bei Send in der Einführungsrunde. Jeder bleibt stehen. Ja, wir sind jetzt mitten im Mittelfeld. Was ist der 5? Ja, wir sind es auch schon. Wir sind schon am Start. Erst am Brecke.
der Quali, der wo er vor sich voll erst richtig kein das könnte was heißen, also Quali vor welchen ist diese Ultraschall fahren, könnte also schon ein deutliches Zeichen sein, dass er hier die 1 noch durchziehen will. Ja, sind wir mal gespannt, was da so sein kann, was da passieren kann vor allem. Renault ja aktuell auf 1 und 8. Dazwischen sind auf jeden Fall Williams, Ferrari und McLaren Honda. Und Sauber. Ja, und wie jedes Jahr beginnt es, also wie jedes Jahr, sagen wir mal so, fast wie jedes Jahr beginnt es auch die spektakuläre Einführungsrunde und dann sagt, ja, jetzt ist es endgültig beschlossen, ja, der Mercedes wird mit nicht dann nicht an den Tag, wenn sie das auf die Mercedes mit Problemen und das heißt dafür, es gibt ja so kleine Sachen, dass irgendwie Woody wieder zurückkommen soll. Es gibt irgendwie von Mercedes kleine Hoffnung, dass das Woody sich entscheiden wird für einen neuen Vertrag, der ist ja leider erst aber rausgeschmissen worden. Immer relativ gespannt, weil der ja der Spitzenvertrag bzw. Spitzenwechsel der Saison, würde ich es mal so sagen, der ist ein Daumen auf Mercedes, kriegt jeder. Ja, genau. Wir sagen mal gucken, auf jeden Fall Langfug hat schon gesagt, ja komm, ich will, weil das ist mein Fahrer, guck mir das sowieso schon ab. Also ich würde sagen, es wird relativ spannend bei Mercedes, klar. Man darf es aber nicht vergessen, dass das, dieses Team aktuell, sagen wir, ich denke mal, das ist echt mit Renault auf jeden Fall sein wird. Das ist wieder schon mal zu, liebe Zuschauer. Das ist die Vorsicht, die 16 von okay, Clockmaster wird auch 2-1-Stop machen. Haben wir schon mit dabei. Okay. Hoffen. Renault hat auf jeden Fall, ja, irgendwie eventuell 1-Stop wird oder das fiese 2-Stop. Und Mercedes ist natürlich unser Team, das titelverteidige Team, wie auch immer, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was denn Ramon, beziehungsweise was eben. Oh, von dem Simon, da steht schon ganz schön an. Guten Tag. Jetzt habe ich noch überlassen, jetzt die letzten Bereitungen bzw. Aufwärmarbeiten der hinteren Fahrer gehen. Und da geht's los. Ich versuche einfach vorne in den Top 3. Viele sind leider aus Krankheitsgründen nicht am Start. Ja. Aber ich bin mal gespannt, zu wem die Onboard schalten wird. Ich bin gespannt, aber aus dem Start der Liga. Ich sag's immer so, jetzt geht's gleich zurück. Jetzt geht's los, ich bin kurz vor dem Beginn. Ja, wir sind auch noch bei deinem. Alter, wie schief ich einfach dastehe. Ja, ich würde sagen, let's go. So, Season Number. So. Die schönen roten Lichter sind nun. Good luck. Aus. Und damit geht's los zum großen Preis von Abu Dhabi. Lauf 1 der VSAF 1 2017 Liga ist. Hat begonnen. Und es gibt einen schlechten Start von Pali. Danninger hat einen relativ guten Start. Daneben ist jetzt schon. Clockmaster gegen Chinoa. Palai. Ja, Mann! Seid ihr zu dumm zum Fahren oder was? Er wird die Performance beeinflussen. Oh, aber Palai hat die Mühe. Und Palai hat auch freundlichen Schaden. Ja, das ist beschossen. Eieieiei. Und dazwischen. Oh, einmal auf Soft gehen. Was war denn das bei Bembel gerade? Ich hab gesehen, dass ich einen. Schießt ihr da immer noch? Also gut, ab jetzt. Und jetzt Panik gegen Daniel. Der muss auf jeden Fall laufen. Oh. Aber er gibt hier keinem irgendwie den Platz, der wird schon versuchen, trotzdem weiter voran zu bleiben. So, und jetzt dann liegen an den Platz an Femio verloren. Femio mit kleinen Ping-Problemen und Palli mit einem kaputten Frontflügel. Sehr, sehr schwacher Start von ihm. Daniel fährt weg. Chinoa auf der 2. Und was ist mit Clockmaster passiert? Tingle sogar auf der 3. Und Zen angeblich auf der 4, okay. Okay. Dürfte eigentlich nicht stimmen. Zen war eigentlich 6. bzw. 7. oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall Tingle auf der 3, wenn das auch hoffentlich alles so stimmt. Und wir Daniel finden das schon. Relativ. Ja, der Renault-Pilot Daniel schaut. Jetzt ist Tingle bis die 5. Okay. Raus. Und das war ein relativ guter Start von Tingle, und von Chinoa ebenfalls. Jetzt ist Tingle bis die 6. Okay. Weiß ich Bescheid. Okay. Na egal, mal gucken. Auf jeden Fall von der Reihenfolge auch schon, wer Dritter. Sind sie wieder 4. Okay. Naja, auf jeden Fall mit Doro hat anscheinend die Kontrolle über sein Auto verloren, so scheint mir das. Und auch Tingle schon wieder. Wie beim Test drin in Brasilien da.
am Working, ja, wie gesagt, in Silverstone war es ja leider nicht möglich für ihn. Da wurde er direkt abgehoben in der ersten Kurve. Und Bembel und Alien anscheinend haben sich da berührt, keine Ahnung. Für Alien ja, ich glaube, Alien hat auch einen Vorlügelschaden, der ist ebenfalls in der Box. Alien ist ebenfalls an der Box. Pali war an der Box, Alter, Alien war auch an der Box. Jetzt sehen wir, wer denn eigentlich, wo ist denn eigentlich, ist er denn? Ja, auf der Garden ist Sportclub und die Salons. Pass auf, bei Tingle, ne, der fällt in der ersten Runde vor und zweitens, naja. Aber da ist so viel Unlock. Auch ein Call. Naja. Rosberg arbeitet dabei, den Zettel so wie. Das heißt nicht. Bei Genoa. Glaub mal, ist zweiter, also da stimmt irgendwas bei Tingle schon wieder nicht. Glaub mal, da zieht jemand auch gerade schon, weil wir gerade bei Tingle haben, glaub mal, nämlich nicht gesehen. Anscheinend stimmt irgendwas bei Tingle da nicht. Weil glaub mal, da wäre zweiter und kann nicht sein, dass das jetzt die letzte wäre. Auf jeden Fall glaub mal, zweiter, Genoa dritter und Tingle vierter. So ist so viel schneller ist. Ja, das sind wieder die typischen Probleme, die wir auch schon in der letzten Saison hatten. Und Glockenmaster mit Traktionsproblemen. Glockenmaster mit Traktionsproblemen und Genoa kommt sehr gut ran, obwohl Daniel sich schon sehr gut absetzen kann. Dahinter ist jetzt schon Tingle, der jetzt auch bald attackiert. Und dann kommt schon so das mittlere Feld, was auch relativ gute Pace hat. Und Glockenmaster macht einen Fehler nach dem anderen. Und Genoa fast auch. Und Tingle kann an Genoa vorbeiziehen. Ja, das ist eine spannende Startphase gewesen, Sen. Alter, was glaubst du? Dritter, aha, was? Die Startphase war ja jetzt relativ spannend. Pali ist übrigens auf dem Soft. Ja, was glaubst du, was wird hier uns jetzt in den nächsten kommenden Runden noch erwarten? Welche Stops, welche Strategien? Ich hoffe aber, dass noch irgendwie ein Safety Car rauskommt, wenn man zieht. Doch, hat die direkt vor Alex rausgekommen. Alex auf dem schnelleren Reifen als Pali. Pali hat schon eine Runde weniger, eine Runde mehr aufgeruckelt, aber das. Lex wie sonst was! So, wir haben jetzt Bosberg vor Bembel. Bosberg heißt hier vor der Ulf, was auf der Reifen aufziehen. Fernami Alonso! Okay, so. Ich disconnecte jetzt. Okay. Danke. Okay, das sieht mir nach unsportlichem Verhalten aus. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ohne Witz, als du Bettrums fahren. Eieiei. Hurensohn, Alter. Oder es mit dem neuen versuchen. Wie der Frontflügel ankam. Nee. Okay, dein Frontflügel. Soll er mir eine Strafe geben? Okay, ist mir scheißegal. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Und Alien, der letzte Saison am Ende ja sehr, sehr stark war, ist aktuell ja 13. bzw. 12. Und Pali im Hintergrund, Dunninger jetzt im Hintergrund, der jetzt übrigens seinen Stop macht auf den Ultrasoft. Und X-Storm ist vor und Alien und jetzt werden sie natürlich durchgereiht und jetzt ist das Virtual Safety Car. Too much? Nicht der Gasruja. Zase jsem zároveň v boxech VIP. Blablabla. Zase, či na mým pánu bych se zánkl v boxu, ne? Ok. Ja, wir haben natürlich auch ein paar Fahrer, die Deutsch daran können, aber auch eine andere Sprache sprechen. So, Pali ist selbe, also jetzt nicht mit der anderen Sprache, aber du weißt, was ich meine. Safety-Car-Phase. Inter-Trap-Beschissen ist jetzt halt egal, wann immer im grünen Bereich sein muss, sonst kriegt man eine Strafe. Ehrlich, finde kannst du mir voll pushen. War ja am Anfang von 2016 mein Trick, am Anfang habe ich kaum eine gescheckt und dann haben sie mal alle gemacht. So, und jetzt sind wir auch beim Führenden. Führender ist Daniel O, dahinter schon Tingle und dann Clockmaster. Oha. Daniel nicht so gut weggekommen. Qualität lässt aber auch irgendwie zu wünschen übrig. Ich hab erwischt. Nächstes Mal auch noch Alex wieder, der jetzt gerade hinter Paddy ist und sich verbremst. Dampf. Ja, Dampf ist dann vorbei.
Alex Vorletzter, der saubere Vorletzter, hinter den, vor dem Red Bull-Piloten Baykuna, obwohl bei dem ist die Zukunft noch nicht sicher, er hat ja ein schlechtes Preseason-Ergebnis gemacht und aktuell wurde er auch nicht in die Punkte gekommen, das heißt, es gibt sehr wahrscheinlich die Diskussion, ob er aus dem Team fliegt. Mal gucken, und jetzt immer glaubt Master, der verbremst sich aber ja auch ganz schön, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Glocki ist momentan nicht sehr stark dabei, obwohl P3 ist natürlich stark. Aber vom Konstantverhalten her ist er jetzt sehr schwach. Viele Verbremser, viele blockierende Reifen, was natürlich Reifen frisst. Vorne rechts, man sieht's, der mit Abstand weit abgenutzte Reifen überhaupt momentan. Und das kommt natürlich den Verbremser durch den Lockup rechts dann in der Kurve, wenn man an rechts anbremst fürs Hotel. Ja, Chinois hingegen sieht man eine Abnutzung viel weniger. Sauberer. Ich denke mal, bei Tingel und Daniel wird es nicht viel anders ausschauen. Sauber und geht's aber erstaunlich. Erstaunlicherweise auf der 5 ja, aktuell, aber mit Hintermann, der jetzt ja wahrscheinlich gleich überholt wird und zur Überholung ansetzt. Ich denke mal, dass Ice Crush Vino, der hinter Zend ist. Okay, jetzt muss ich warten. Bei Dallinger auch noch was? Ja, aber der ist ja vom Gespräch mit Maxi. Ja, okay, gib Gas. Was? Maxi hat eins gefahren, weil der wird nämlich hier so drei Menschen. Okay, probier Runde 10 rein. Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. So, und es kommen bei Alex natürlich ganz viele raus. Unter anderem Femio, dann länger weiter schon in der Box. Er wird erstmal wegfahren können. Und Femio ist jetzt auf dem Marsch gegen Alex, der natürlich den schlechteren Reifen hat, aber den frischen Reifen hat ihn Alex. Und kriegt dafür auch zu Recht eine 30 Zeitstrafe. Okay, ich glaube, da wird sauber mal Probleme kriegen. Citrus Gamer, wie gesagt, auf der Ice Crush Vino ist direkt im Heck von ihm. Oha. Komm ich noch gut gegen Ice Crush Vino verteidigen, by the way. Aber Daniel dominiert aktuell vor ein paar, mit 3,5 Sekunden Abstand auf Tingle und Chinua und Clockmaster, die ja so ungefähr im Train fahren. Ja, unter anderem ist der vom zweiten Haas-Piloten unter Druck, und zwar Ice Crush Vino. Schon. Ja, also man der auch man das ist nicht wirklich damit auf Boden zu fahren. Mal gucken, du bist der 6. Schon irgendwie gerade als alle anderen. Ja, wenn ich gehe wahrscheinlich 2 Runden oder so rein. Und es waren wieder, nee, das war jetzt falsch, Entschuldigung, ich dachte jetzt gerade, da wären welche in der Box gewesen, das war ein kleiner Fehler. Und dann kommt hier, wie auch schon im Qualifying, sehr weit raus und auch schon in den vorherigen Runden. Und da verliert Zen natürlich mäßig Zeit. Und jetzt ist Ice Crush Vino im DRS-Fenster, oder macht er schon den Dive-Bomb? Nee, ich glaube, er wird auf DRS warten, das ist die sicherere Methode im Vergleich zu der risikoreichen Dive, zum risikoreichen Dive-Bomb. Ich denke mal, das DRS wird er sich mitnehmen und dann versuchen vorbeizuziehen, senden ein bisschen Teil mit Traktionsproblem und ja, da ist Ice Crush Vino dran, jetzt noch mit DRS. Schwuppdiwupp, und jetzt ist er jetzt einmal vorbei. Alter. Yo. Ja, der Dive-Bomb-Versuch. Hey. Jetzt eine Beschwerde vom Red Bull-Piloten, aber ich finde nicht zurecht. Jetzt hat Zend das, der erste Giffy-Back der Position, okay. Was ist da los? Ja, ich geh jetzt auf Soft, Jungs, ne? Du musst diese Runde reinkommen. Denk mal die klügere Strategie, auch wenn ich hier nochmal Zeit mit dem Putschersoft verliere. Das ist ja auch, by the way, 7. und 7 Sekunden in Leben. Ja, das war ein Untergang. Hier muss ich schon anzugucken in Abu Dhabi. Wir können ihn. Es ist ja das Ende, jemand sieht den Muschler an. Das war ja auch. Ja, das ist gerade nochmal gut ausgegangen, würde ich sagen. Ja, und jetzt hat Zend hier viele Crash, ja, der viel zum Box. Korrigieren. Aber der Box, macht das ganz gut, der erfahrene Red Bull Pilot hier. Ah, und jetzt geht an die Box. Ich denke mal, man sieht selbst, der Ultrasoft kann nicht mehr. Viel zu viele Traktionsprobleme, viel zu wenig Grip out of work auf der Hinterachse und jetzt ist er reingefahren zum Boxenstopp so, bei Red Bull. Am
mal bleiben, ja, bleiben wir auch. Reiß jemand von euch zufällig, wer auf Platz 9 bis 11 ist? Lauer geht auf den Softbereich. Und Ex-Tom zieht er vorbei, das wird ja, sauber und nah bei der Ausfahrt. Dann wäre es nämlich easy. Ja, doch, Ex-Tom ist. Ja, ich komme wahrscheinlich in den kommenden Kampfgruppe raus. Ex-Tom bekommt mich. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Was, noch einen Boxenstopp? Da ist aber Alien. Der hat jetzt im Hintergrund Pally, der bis auf eine Sekunde rangefahren ist. Die zwei diejenigen, die sich ja in der letzten Saison zwar auch gebettelt haben, aber nicht viel gebettelt haben. Da war es ja hauptsächlich Daniel. Schlechter Saisonstart für den Alien, der im 2016 sehr gut zurückgeschlagen hat in der zweiten Saisonhälfte. Aber leider den Titel gegen Daniel verloren hat. Aber jetzt ist Pally im DRS-Fenster. Jetzt könnte es knapp werden. Alien aber mit einem Flügelschaden. Das könnte natürlich ein Grund sein, warum Alien hier massig Zeit verliert. Sentis ist auf Platz 7 mit dem Soft ebenfalls gerade aus der Box gefahren. Also ein guter Cut im Vergleich zu Alien oder Pally. Also eine gute Strategie hat Zen auf jeden Fall parat. Aber jetzt sind wir erstmal da. Pally gegen Zen. Pally gegen Alien. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen durch den Wind. Jetzt sind wir auch mal bei Pally. Der ist jetzt im DRS-Fenster. Wie geht es jetzt aus? Das ist selber labern, dass man Katzen zu bestrafen hat. Aber selber auf regulär lassen. Genau. Und ich habe gerade Lines Seitensack dort rein gehabt. Erstmal, ich bin da außen gefahren wieder und im Hotel. Keine einzelne Strafe. Okay, von Flo. Daniel, Daniel, der jetzt beide sind ausgekämpft. Lächerlich. Jetzt ist nicht, dass es da in der Kurve vom Hotel versucht wird. Obwohl, Alien verbremst sich. Oh, das sieht gut aus. Da ist Pally vorbei, der hat den Schlupfloch genutzt. Was? Ja, die meisten, ich habe das Gefühl, die meisten wollen einen Zwei-Stop machen. Die wissen es halt schon. So, der Teamchef, Daniel hat gesagt, Teamchef, dass die meisten versuchen, einen Zwei-Stop zu fahren. Das ist das sein. Und Pally ist jetzt schon aus dem DRS-Fenster von Alien. Ja, und das war ein länger Versuch. Und das da war. Extra jetzt auch einmal, da war eine Box und Fabian ist. Fabian, der einzige Fahrer, der wohl neben Extrem, der wohl ja auch aus der Cockpit-Perspektive fahren würde. Also wenn man einfach in Sochi dann sehen und ja, ich kann ja schon was sagen, wenn man aus Sochi weiß, man nicht mehr weiterfährt nach Baku. Und dann geht's dann nach Baku nochmal eine 4-wöchige, glaube ich, Pause, 3-wöchige, keine Ahnung. Und oh, dann ist man bei Tingel, der Christi ist vor Tingel. Okay, also Rumänien vor Deutschland quasi, hinter Japan. Respekt auf Christi, der von 13, glaube ich, gestartet ist. Jetzt auf 4 vorgefahren, aktuell für mich Driver of the Day. Muss man einfach mal so sagen. Christi erstaunlicherweise auf 3, nee, auf 4, 3, ja, irgendwie sowas. Okay, backt leider gerade ein bisschen rum, bei Tingle da leider. Deshalb können wir es nicht gerade erkennen. Auf jeden Fall, Tingle jetzt auf 4 oder 5 zurückgefallen, ich glaube auf 4. Mit dem Supersoft, vorher auf dem Ultrasoft gewesen. Jetzt auf dem Supersoft mit vielen Querstern, vielen Problemen mit dem Auto. Wobei jetzt sind wir wieder Oma Besent, der mit dem Soft jetzt auf Platz 7 steht. Hinter Ice Crash Mino, der noch auf dem Ultrasoft, auf dem ja, Ice wieder auf. Ultrasoft ist. Und der Alpha ist anders als Boxbrecht, aber warum wechselt jetzt mal? Ach so, okay. Ja, glaube, das ist eine Runde. Wir wissen, wir wahrscheinlich easy von mir rauskommen. Wenn man dann mal irgendwo eine Staffel und sehen, wäre ganz cool. Alter, Eis fällt mir so krass weg, Alter, das ist schlimm. Oh Gott, das Ding. Oh, du kommst direkt hinter uns zwei raus, pass auf. So, und jetzt gibt's hier. Ein ja. Battle und zwar Shinoa ist jetzt vor Ice Crash Mino und Zend. Und Pally ist jetzt schon hinter Zend und Zend cuttet hier ganz schön krass die Kurve. Den Corner, ganz schön krass. Aber jetzt ist Zend im DRS von Ice Crash Mino, aber Ice Crash Mino ebenfalls im DRS-Fenster von Shinoa. Und jetzt könnte es nochmal ganz schön knapp werden, was die zwei Jungs hier betrifft. I need Windschatten. Aber auf der Stray bin ich auch sagen, auf der Stray ist ja der Ripple Longer, das ist immer schon aus den Vorjahren. Pally und Clemens, da kommt man mal laden singen. Duro, ja. Oh, Bob, das ist draußen, Safety draußen. Vielleicht ist es auch noch für den zweiten Williams-Piloten. Für Eleni sieht es auch nicht gut aus. Platz 10 aktuell. Auch nicht besser. Aber aufgrund eines Frontflügelschadens muss er es so hin sein, momentan. Ja, Respekt. Schade, dass draußen ist. Mal gucken, was nächstes Mal. Entweder der Genur hält da kurz ein bisschen Eis auf. Und Zend rutscht und rutscht und rutscht. Der will auf jeden Fall vorbei, aber so geht es nicht. Aber nicht mehr klar. Mit viel Aggressivität kann man viel erreichen, aber nicht durch so einen Fahrstil. Komm, ich hör nicht hinterher. Weißt du aber zu viel, wer vor dir noch ist? Wer?
bin nur auf Super Soft. Sind wir auch bei der Linger? Der ist jetzt hinter Pali. Auf dem deutlich schnelleren Reifen. Und dazu war Pali auch noch Runde 1 bis 2 an der Box. Das heißt, die Softs werden auch schon ein paar Ründchen alt sein. Und dann Nellinger kommt dran, ist jetzt im DRS-Fenster. Schlecht aus der Kurve rausgekommen, sehr schlecht aus der Kurve rausgekommen. Pali mit einem besseren Schwung raus aus der Kurve, aber halt trotzdem DRS. Und jetzt könnte er vielleicht durch ein bisschen verwirbelte Luft sogar noch rankommen. Vielleicht auf der zweiten Straight, mal gucken. Das sieht besser aus, aber trotzdem auch schon das zu groß. Viel zu groß, um jetzt einen Reifen zu versuchen, ja. Und irgendwie, wie schon gesagt, immer noch 10. mit. Oh, Brigado! Oh! Ja, gut, das war's dann erstmal, würde ich sagen. Ja, das war der Curb. Da hat er zu stark den Curb mitgenommen. Das darf er nicht. Das darf er auf jeden Fall nicht. Jetzt ist Paddy erstmal weg und jetzt kommt Alien von hinten, der auf dem deutlich älteren Soft ist. Aber ich denke mal, da könnte Rennstrategie dann Linger auch wieder wegfahren. Oh, Paddy! Hey, Daniel! Daniel, was ist denn mit Daniel passiert? Oh! Oh. Okay, seltsam, auf jeden Fall, was ist denn da los? Da gab es wohl einen Unfall zwischen Daniel und noch einem Piloten. Jetzt sind wir auch bei Chino, haben auch noch nicht so lange gesehen. Wir würden auch gerne mal den Start sehen, liebe Regie. Ja, jetzt bei ihm. Oh, jetzt oh mein! Er ist raus. Lol. Durch einen Red Bull. Alter, das ist doch jetzt echt ein schlechter Witz. Ja, was hast du jetzt gemacht? Ja, weil vor mir der Ding war. Durch einen Red Bull ist Chino ja, raus, aber sein war es nicht. Der Red Bull, der gequittet ist. Okay. Hä? Der vor mir war ein Ghost Car. Lol. Wir haben gerade Ghost Car. Da Ghost Car. Die Scheiße auch ruiniert. So, und jetzt soll Pali, der hier jetzt ankommt, auf Cent, wie es ein bisschen aussieht. Aber die Softs sind auch schon sehr, sehr alt. Da war schon quer. Ich hoffe nicht, dass ich mich zu fickt habe. Aber Pali, ich reg das alles auf. Ich kann es, aber ich kann es nicht. Ja, in den Preseason-Tests hat er auch gute Leistung gezeigt, der Pali. Aber konnte es nie wirklich jetzt umsetzen, so hat es auch gerade betont. Und jetzt haben wir wieder ein Problem bei der Kamera vom Sauber. Der Ton wurde anscheinend jetzt deaktiviert. Sehr gut. Ja, Alex aktuell nicht in den Punkten. Nur ein Sauber wäre. Nee. Kein Sauber in den Punkten, denn Chino ist ja jetzt raus. Stimmt. Und Alex mit einem Quersteher, aber er hat auch vorne rechts den Frontflügel. Da fehlt ihm ein so ein Plättchen. Und jetzt sieht es danach aus, als würde Alex das Auto, ja, fast verlieren. Und jetzt sind wir auch bei Tingle, der aktuell auf 2 ist. Kloggy führt. Lockmaster führt. Okay, jetzt backt wieder irgendwas rum. Das die wäre jetzt zweiter. Und Tinge würde führen, aha. Wäre komplett raus. Seltsam, aber naja, bloß Tinge hat auch nur diese Probleme.
Ja, wir sind langsam mit seiner Hälfte angekommen. Noch eine Runde. Dann sind wir an der Hälfte. Jetzt sind wir an der Hälfte angekommen. Aktuell Clockmaster führt das Rennen an. Tingle Zweiter und Christi von 13 auf 3. Das muss einfach mal gelobt werden. Und jetzt ist Ice Crash Rino vor ihm. Doppelhaas-Podium. Denn Christi ist in der Box. Und jetzt wird er erstmal durchgereicht. Oder auch nicht. Oder wir haben gerade leider Dritter, den Accent. Ist jetzt angeblich Dritter. Okay. Okay. Sind wir auch mal bei Alex. Der jetzt aktuell noch nicht so ganz in den Punkten wäre. Und bei ihm ist angeblich Tingle Zwölfter. Okay, also. Bugmasters lässt grüßen und auch Codemasters genannt. So. Und jetzt wieder lässt sich raus, er dreht sich und ist raus. Ja, das ist ärgerlich. Richtig ärgerlich. Saupilot Nummer 2 ist ebenfalls draußen. Doppelsauber DNF. Genauso wie ein Ferrari schon draußen ist. Ja. Und ein Williams. Replays, endlich mal vom Start. Von Genoa. Daniel, kommst du besser weg als Clubmaster? Haben wir auch ganz, ganz klar gesehen. Hier ist mein Gold gerade weggepackt. Oder weggelegt, keine Ahnung. Ich hab einen Hubbamble abgeräumt. So, Mindoro ist, ja, wie gesagt, auch schon raus. Achso, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Mikrofonausstoß. Absturz. Okay, wir sind auf jeden Fall am Start, Send. Und, sehen jetzt den Start. Wieso hat er den Front? Das war ja ärgerlich. Was hat gestartet? Richtig, Benner. Was für mich eventuell. Echter Start von mir. Doch nicht. Oh, nice. Alter, mein Frontflügel, ja, komm! Alter, was soll denn das? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheiße. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Holy fuck. Ja, Daniel fühlt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch. Das ist ja auch nicht mehr aktuell. Jetzt schaut es von Glauben aus, der kam schlechter weg als Daniel an von der Spitze. Na, er kam besser weg. Na, am Ende war schlechter. Dann kam der Genoa rein und ja. Wie das ganze Feld an mir vorbeigeleckt ist, das hättest du eben mal sehen müssen. Konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Ohuhuhuhu. Ja, er hat auch einen Quälsteher gehabt. Unglaublich, dass er den noch gefangen hat mit seinem McLaren. Und da. Weil wir haben jetzt noch den Stau. Bei Daniel, dem Führenden, dem Polesetter und dem aktuell leider nicht mehr Führenden. Der hat einen guten Start gehabt, aber Clockmaster kam schlecht weg und Genoa hatte den deutlich besten Start. Von der Spitze, ja. Alter, mein Frontflügel, ja, komm! Ja, und dann gibt's nochmal die Schwede das? Von Pali durch den Teampunkt. Ach du Scheiße. Der Frontflügel wäre beschädigt und jetzt ist er komplett ab. Danke. Kann man immer machen. Sollte man aber nicht. Können wir mal da mal Bembel? Oh, alles klar, bei ihm wird Bembel einfach an sich weggekickt, ne? Mhm. Also Alien und Glockmaster waren bei ihm nicht da, das ist schon sehr gut. Oh, viel Glück, Jungs. Schießen Sie dann 17 in, okay, los geht's! Er freut sich da noch drauf. Wird, denke ich mal, bereuen. Thank you.
Ach Gott. Okay, das ist ein weiter. Ja, ist auf die 6 vorgefahren, aber ich glaube, einen hat Bembel aufgeräumt. Reach, kann man jetzt googeln, Ecker. Was Good luck. Was ist denn so da? Palla, Stare. Palla, palla. Ja, Mann! Hey, ist ein Magic Mogo! Seid ihr zu dumm zum Fahren oder was? Zusammen spielen, das dreht sogar. Ey, das ist ein Minus, das ist wohl nicht Deutsch, Nilo! Das ist ja von dem! Ja, gut, jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Ja, Send aktuell 6, Pali ist noch nicht vorbei, der ist auf der Wunsch, was auf dem Send! Okay, los, der Frontwing. Fuck, da auf Gott. Ja, so ein bisschen kommt der auch auf den Fing. Ja, und Pali auf dem besten Weg Richtung nach vorne mit dem Ultrasoft, mit dem frischen Ultrasoft. Vorne gibt es eine Gruppe. Oder die kommen nach jetzt mir, Scheiße. Sich gegenseitig auf Daniel aktuell. Oh, oh, da gibt es nochmal eine kleine Kollision. Ja, die sich da gerade so ein bisschen aufhält, würde ich jetzt nur sagen. Ja, neu. Das war Rebembles Fuß, dein Aliens Video. Aha. Und dann macht den Dive Bomb. Knapp. Sehr mental, der Junge. Sehr mental. Was werden in 20 Minuten kannst du dir das Video angucken? Von meiner Session, wie das aussehen. Und damit wäre dann Nünge erst einmal vorbei. Aber ich denke mal, das wird sich Elia nicht geben und wird wieder Vollgas geben nach vorne. Und haut sich da den. Oh, und da dreht sich. Dreht sich. Hey, wie viel kannst du deinem Hintermann beträgt? 11,3 Sekunden. So wie Sender, aber er hat da noch Raum quasi. Er verhindert ein natürliches Doppelbitter. Ja, jetzt hat er die Position zwar, aber sein Freund ist bestätigt. Wir sind im Führungsbattle-Ding, wie auch immer. Daniel Verglocki, dann Christi und dahinter ist, glaube ich, Tingel oder Eis oder irgendwer. Oh, glaube ich, verbremst dich. Ja gut, aber gerade erstmal, yo, gerade erstmal voll die Schikane. Und kriegt nur eine Verwarnung. Gut, er ist aber auf Gas gegangen, das habe ich gesehen. Und Eis ist jetzt Dritter. Also ein Renault, ein McLaren und ein Haas. Daniel führt aktuell, bei ihm würde aktuell aber Tingel führen. Ah, Tingel ist in der Box. Tingel ist in der Box. Ja, das stimmt noch mit den Ultrasoft-Reifen, das kann ich mir merken, aber an sich. Clockmaster ist ebenfalls in der Box. Ja, somit jetzt, also. Ich glaube, Glocki hat Pali, Glocki Pali überholt Clockmaster, er wird aufschließen! Pali holt auf. Pali holt auf. Richtung Podium, Richtung vierter Platz, Richtung fünfter Platz. Also, Christi, ich fahr jetzt weg. Daniel, Ice Crush Mino. Das sind die Fahrer, die vorne dabei sind. Pali, der seine Aufholjagd jetzt beginnt. Mit dem falsch, Auto, mit dem neuen Ultrasoft. Das könnte jetzt nochmal spannend jetzt werden hier in der Schlussphase am Abu Dhabi zu schauen. Clockmaster ist weg, der ist doch wieder in die Box gefahren. Ja. Christi, der nur auf dem Soft ist, der die schlechteste Reifen von vorne hat. Der aber trotzdem von 13 auf 4 gefahren ist aktuell. Super Reifen von ihm. Momentan Driver of the Day meiner Meinung nach. Aber jetzt erstmal gespannt, was hier heute noch passieren kann. Daniel aktuell so ein bisschen der Aufhalter quasi. Ja, durch den Frontwing-Schaden mit dem Mond 12 von Sentinel, wir noch nicht analysiert haben, aber ein Videobeweis geschickt bekommen haben. Jetzt geht's hier weiter, und zwar. Dann haben wir hier noch Tingel und Ice Crush Mino, die auch noch hintereinander sind. Tingel jetzt auf dem Ultrasoft und Ice Crush Mino nur auf dem Supersoft. Also ich werde gleich da schon bekommen. An den Haarswald. Also, Pali, der hat jetzt nochmal Sektor 1 und 2 wieder Bestzeichen. Oh, so ein Druck hinter mir. Pali ist jetzt also. Pali ist dran. Er probiert es dort. Hallo. Vorletzte Beschwerden von Daniel gegen Tingel. Jo, Junge, ich fahr jetzt extra. Pali kartet jetzt aber auch aggressiv. Ja, wir wollen uns bei der Aufnahme.
Und eine 39-0, er hat sich um 60.000 verwechselt. Ja. Wird schon angeschubst, ne? Die sind richtig. Weißt du, was los ist? Ne? Oh, Alter! Snap on was gut. Oh, wir haben gerade für Spaß. Ja, jetzt kämpfen die intern. Das safe mir mein Life auf. Jetzt der Palli schon am WS. Da gibt's fast die Kollision. Dinge verliert fast das Auto wieder. Anders ran. Perfektes DRS und jetzt müsste Paddy die kurze Situation mit Christi gemacht haben. Der müsste vorbei sein. Vorbei, und jetzt aber alles bestimmt ein Tingel vor sich. Eieieiei, was ist denn heute los? Ich schaff das, komm. Paddy hat mit Freunden geschaut, schon in Runde 1 bzw. Runde 2 anfangen. In der Box gewesen und hat sich ja den Topf geholt. Und jetzt ist er quasi mit am Führungskampf dabei. Hast du ihn? Nein! Ich denke, er ist nicht reingefahren, weil. Und er kämpft und er kämpft. Ich verbremst habe. Sehr schön. Naja, schön ist es eigentlich nicht, aber. Aber die sind verrückt, also ich wollte mich nach vorletzten Kurve, also jetzt gleich. Ja, Daniel sagt, ne? Die Haas wären verrückt. Palli aber echt hart. Und Eiskorsch wieder macht einen Fehler und Palli schlüpft. Und vorbei. Nice! Yes, guys! Yes! Push! Das Boxenstoppfenster ist offen. Und jetzt sind wir bei Tingle on board. Bei dem ist nämlich ein Dunkel, okay. Ist er jetzt im Renault Sandwich? So, was macht er denn da? Und er wird auf! Und Palli führt! Ja. Palli macht da so ein bisschen die Tür schon beim Bremsen zu, war so ein bisschen moving under braking. Aber das ist ja in den neuen Regeln nicht verboten. Daniel hat den Frontflügel geschaut und Tingle ist damit schon vorbei. Aber was man denn jetzt kann von Tingle da aufsteckt zu überholen? Irgendwie DRS, push, push, push. Irgendwie. Ja, aber das Ding ist, Daniel hat den Frontflügelschaden, muss lupfen, Tingle wird natürlich aufgehalten. Ja, das ist natürlich das Problem jetzt. Jetzt hat Ice Crash Reno. Und ich bekomme gerade so die Nachricht, das haben wir jetzt nämlich sonst mal vergessen, aber egal. Auf jeden Fall bekommt hier. Das kriegst du hin. Bembel für den nächsten Lauf, wo er mitfährt, eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Wegen diesem absichtlichen Reinfahren. Und Christi, das war am Absatz der Kameras, bekommt eine Qualifying-Sperre und 10 Sekunden für die. Für das nächste Rennen. 10 Sekunden für das hier, weil. Ja, okay, wir werden auch geschossen, aber wir gucken uns das nochmal an. Aus der Sicht. Komm, was das war. Alter, willst du mich verarschen? Und Palli führt das Rennen. Palli quasi vom letzten Platz. Ja, und Alien, schlechter Start für ihn in die Saison. Zehnter nur Zehnter. Und Zend, der auf einem guten Podiumskurs war, dann bis zu seinem Dreher. Jetzt auf Platz 10. So, und inzwischen ist auch jetzt bei der anderen Investigation, ne? Der ist zwischen Daniel und Tingle. Und die Rennleitungssturm sagt dazu, dass Daniel eigentlich Tingle auf Schritt gepusht hätte, okay. Moving another car off the track. Pushing. Pushing, sorry. Ja, mal gucken, eigentlich war es eher von Tingle überholen. Off track, mal gucken, was da ist. Ja! Daniel hat einen Frontflügelschaden gehabt. Eigentlich vorne gedreht. Ein Ferrari. Daniel. Und Daniel schafft es knapp nicht an der Bestzeit. An die Bestzeit. Ja, ganz knapp. Wir sind genau gesagt 85.000. Aber wie gesagt, ich den Experten sagen immer, dass der Kampf relativ geil sein wird. Jetzt haben wir auf Position 9 da. Dann auf den letzten sein quasi. 9 Erfahrer haben die Chance im Titel, das ist schon krass. Und jetzt was war. Ob er doch Fahrer auf die Chance ist groß genug. Der Leon, gerne. Lininger? Ja. Und jetzt ist Dunninger unter Druck. Was ist denn mit Tingle los? Okay, das ist der Bug, ja. Okay, die Vorgänger hier jetzt. Schnell mal drin.
Oioioi, das wird fast der nächste Frontflügel von Alien gewesen. Jetzt ist er noch mit DAS und hat ihn bekommen. Könnte der Schütter. Das ist für Landing jetzt erstmal aus. Ah, jetzt sieht man es nochmal und da dreht er sich. Das war aber deine Schuld. Brauchen wir nochmal einen Replay, ne? Deswegen ist Tingles auch so weit hinten. Okay, ja. Aber eine Replay? Stockmaster. Gegen Tingel quasi. Du hast das Live-Bild, ich weiß es gerade selber nicht. Ja, das Live-Bild. Nee, Runde 2020, das müsste schon älter sein eigentlich. Egal. Ja, ich wurde ja gerade, muss einmal off-track gehen und dann probier's. Vielleicht kommt also letzte Runde habe ich Zeit auf ihn verloren, wenn das ist. Aber ich glaube eventuell. Das Traurige ist, das ist krass, das ist halt, dass die Fehler macht. Nee, sag. Sehr viele Fehler. Ja, ich versuche dran zu bleiben. Ich habe halt auch keine Strafe. Ich hoffe irgendwie dran zu bleiben. Dranbleiben zu können. Der Frontflügelschaden ist da halt auch nicht so einfach. Meine Reifen werden im Fahrrad auch nicht mehr so lustig sein. Noch 31%. Ja. Und hier nochmal bei Alien. Das. Gerber Bratoten mit Femion? Ha? Gerber Bratoten? Bratz Femion? Ja. Block Master, samo osa. Ja, zu viel, ja. All the set, war das. Ja, weil wir nur 50% reinfahren, deshalb. Onboard bei Bam, bei Zen. Ja, Bam, Entschuldigung. Ja, Xtorm leider aktuell nicht in den Punkten. Dann Nina gerade so mit 2 Punkten und Zen mit einem. Der aber auf jeden Fall von der Rennpace auf jeden Fall in den Top 5 wäre. Ich fasse nur noch mal zusammen, wir haben eine Menge gute Fahrer, eine wirklich eine große Menge gute Fahrer. So, was soll denn Linke, was macht denn er? Dreht sie da fast weg. Aber kann er den Punkt retten? Das ist diese große Frage. Was macht er denn da out? Das ist nicht. Und Ferrari Doppel-DNF. Genauso wie. Ja, sauber. Ein Williams draußen. Ein McLaren oder so. Eben ein Red Bull. Geiler, als es auf dem Reifen ist. Kannst du noch sehen, dass du mit Headaches machen kannst. Und Zen hat was auf ein Geld bei 60% halt an, schon ein paar Probleme aufzuzeigen. Ja, ich verspiele das auch schon seit 6 Sekunden. Das Problem ist, der wird seinen Reifen pushen. Kannst du auch gar nicht. Kannst du den zerstören. So, jetzt sind wir bei Daniel, der leider sein Podium knapp verfehlen wird. Ja. Und dann sehr wahrscheinlich auch, ja, noch Probleme kriegt, denn. Ja, Glocke hat er. Ich bekomme gerade zwei Nachrichten und einmal. Ich bin Glocke Master irgendwie. Wie viele Sekunden waren das jetzt? 3 Sekunden gut geschrieben auf seiner Rennpace. Okay, und schon gab es einen Cut, der wohl nicht berechtigt war. Haben wir es nicht gesehen, auf jeden Fall, er bekommt 3 Sekunden gut geschrieben und Daniel erhält für das angebliche Pushing einen Another Call of the Track 5 Sekunden. Also, das wird richtig spannend, weil Glocke Master 3 Sekunden zu, das sind wir bei 5 Sekunden und Daniel hat eine 5 Sekunden Zeitstrafe, also das wird knapp, würde ich sagen. Glaubst du, kriegst die 2 Runden noch hin? Ja, das könnte wirklich dann sehr knapp sein. Probier es einfach. Glocke hat auch eine Zeitstrafe. Ja, die wissen das Auto noch nicht. Ja, und für Alien ist es ein Rennen zu vergessen. Femio, dein erster Saisonauftakt hier bei VSR. Müsste man sagen, schon gut, ne? Ja, aber Alien kann nochmal auf. Jetzt sind inzwischen 8 und dann los. Ist ja noch jemand in der Box. Ich glaube, ja. Bosch hat Saison Start. Ми са мене кажа, капали първи стари, просто. Ого,
Brust, ja. Pali, Kocka, Krist, Seara, Daniel, Zorši. Tam je, zelo se ga nekaj pozor. Ha? Pa ja, mogoče, ne vem. Zorši. Mene nič ni jasno stvari. Zorši, aha, interesant. Če kakaj dober volan se mi počuti, the fuck, je. Ja. Tudi vem, kdo ima kazne. Mhm. Pa tebe te zanima? Es gibt noch mal einen Dreierfight zwischen Tingle, Alien und noch einem. Wer ist ein Siebter? So, dann hart 5 Sekunden, um draufklappen, also bekommen wir 2 ab. Ja, Dreierfight noch. Oh, das wird schlecht für Daniel aussehen. Keine Ahnung, Alter, jetzt habe ich FPS anbrüchiger, wieso? Alter, was hab ich gesagt für Lex, Alter? Ich weiß es nicht. Das ist bloß, dass ich gerade noch FPS-Einbrüche, aber mein PC ist hoffentlich jetzt nicht zu voll. Nee. Ja, und bei Glocki ist auch nicht so ganz gut, aber bei Daniel, der durch den Unfall von Senden einen Frontflügelschaden gekriegt hat. Noch eine Runde. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Bemio ist plötzlich Orte. Bemio. Ich werde noch hinter mit 2 Punkten. Naja, zufriedenstellen würde ich auch mal so sagen. Ja, ich glaube, man soll da auf Daniel dann extrem auf. Ja, und jetzt geht's in die letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Pali führt. Dahinter kommt Ice Crush Vino, dann Christi. Und der Dive Bomb und Versuch. Oh. Und vorbei. Der Garten, der Honda, ich weiß es nicht. Ja, der Hund kommt hin, ne, so leicht. Ja, ja, doch, ja, schnell aus der Renault. Ja. Er kommt einfach nicht vorbei. Wobei, jetzt, ja, doch, jetzt. Wobei, auch Daniel jetzt wieder gleich. Und jetzt hat Daniel jetzt, ja. Spannendes Lab-Drama hier. Und ist vorbei, aber wie gesagt. So und sie würde sich dann auch nicht mehr ändern, weil Klappmaster bekommt eh 3 Sekunden gut und Daniel bekommt 5 oben drauf, also. Daniel wird sich nicht mehr komplett mager fahren. Hoffen. Wenn das was passiert. Aber Pali gewinnt jetzt mal. Glückwunsch, guys. Nice Job. Yes! Jetzt sind wir die letzte Probe bei Pali. Oh, er dreht sich fast. Holy shit. Und den Sieg würde ich jetzt noch sagen, verdient hat. Oh fuck, ich sei da nicht bestraft. Ich kann schon. Jetzt klar, Daniel Glocki. Glocki holt B4, obwohl es hier noch im Spiel noch so anerkannt wird. Schön! Ne. Oh, Dingel, der dreht sich! Ja, gut. Und das ist der Frontflügel. Und das ist auch die Position und Send. Und dann Femio. Dreh sie nochmal. Ah, Glück gehabt, dass er da nicht den F geht, hör mal. Was ist denn hier los? Oh, der dreht sie nochmal. Oh, Alter, hat so ein Glück. Jetzt kommt Center, oh, kommt Center nur zumindest Center 8. Ja, er hat auch die Gänge drin. Exturm, naja, gut. Chill, ich bin 8. 4 WM-Zähler. Nice. Yeah, guys, of course, it was big moments.
So was. Die Zeitstrafe will ich abbekommen. Ja, pst. First. First, nice. Nice first race. Yeah. Thank you very much for this. And I hope we can make it better. Yeah. In Sochi. Oh. Und Ziegel hat keinen Bock mehr und lenkt nochmal komplett ein. Pirelli lässt grüßen. Und verlässt es, muss ich sagen. Das war's einmal hier. Ja, Pauli, das erst mal. Schwerte anreichen. Und dann bis gleich nach dem Rennen. Weiß ich gerade nicht. Zum Fall heute Pauli den besten Saisonstart, den man sich wünschen kann hier in Abu Dhabi. Ja, das hätte ich aber auch gern gehabt. Junge Staatser und Christi. Ich bin eine Dreistop gefahren. Schön, oder? Hä? Bin eine schöne Dreistop gefahren, oder? Ah, ja, gut. Aber Glückwunsch auf jeden Fall auch an Christi. Für Position schon 3. Rumänien. Hallo, willkommen zum ersten Podiumsinterview hier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Willkommen zurück, Christi. Ja, nun hat es eigentlich hingegangen mit dem Podium. Ja, was war denn heute bei dir so los zum Saisonstart? Ja, heute war ein sehr spannendes Rennen mit wirklich besserem Ergebnis als erhofft. Nach dem eher mäßigen Qualifying mit P13 zu Beginn. Ich habe gesehen, mein Teamkollegen hat schon vor seiner Hotlap rauskauen. Also wir waren erstmal außer der Top 10, haben uns dann jeweils sehr gut geschlagen. Ja, über den Erwartungen heute. Okay. Ja, an sich bist du ja auch in diesem 8, 9, 10 Kampf zu der WM dabei. Jetzt haben wir es gesehen, dass du eben auch in der Lage bist, da am Podium oben zu stehen. Inwiefern gehst du die nächste Rennen in Sochi und Baku an? Ah, optimistisch. Weiterhin hart für den Sieg arbeiten. Also wenn es irgendwann mal zum Sieg kommen sollte, was dann natürlich das Ziel eines jeden Fahrers ist. Und sonst immer schauen, konstant in die Punkte zu fahren. Okay. Ja, an sich noch letzte Frage. An sich Positionsziel am Ende der Saison? Ja, schwierig vorauszusehen. Wir haben viele gute Fahrer unter den Top 8. Wäre natürlich super. Ja, alles darüber. Natürlich exzellent. Okay, gut, danke für den Mann, dass wir die Frage Rumänien dann auch in den nächsten Mal sehen dürfen. Danke für den Mann. Ja, guten Tag, Eiskrone. Du sagtest ja beim Pre-Race-Konferenz, dass du nicht denkst, dass du hier aufs Podium fahren wirst. Ja, was hat dich denn dazu gebracht heute, dass du aufs Podium fahren konntest? Ja, ich denke mal ein wenig die Startsituation und das ganze Durcheinander zwischendurch. Ich hatte mit Citrus relativ lange gekämpft. Hab aber tatsächlich nicht so viel Zeit verloren. Dann war Tengel vor mir in der Box. Ist aber nicht weggekommen, deswegen musste ich in der Box warten. Dann war ich wieder hinter Citrus. Beziehungsweise kurz vor Citrus. Und ansonsten ja, bin ich relativ allein gefahren. Okay. Ja, du warst ja einer von den drei Siegern eben, ne? Beziehungsweise einer von den drei möglichen Siegen hast du dir geholt. Ja, bei Tingle lief es heute mal wieder leider nicht so toll. Da brauchst du jetzt aber nicht erzählen, was da schiefgegangen ist, sondern eher mit die wissen, ob du jetzt wirklich noch irgendwelche Chancen siehst, vielleicht mal dann mal nächstes Mal oder dann eben die nächsten Mal eventuell mal auf 1 zu stehen oder nochmal am Podium zu stehen. Wird schwierig. Also, hatte halt auch relativ viel Glück. Okay. Naja, ne, hoffen wir mal, dass wir die Flagge von Japan, ne, zum nächsten Mal sehen dürfen, ne, vielleicht mal ganz oben. Danke für an dich. Ja. Ja, vielleicht hat's keiner gedacht, aber wir kommen zurück, Pali, Platz 1. Ja, servus. Ja, nachdem der in Pre-Race-Testing, wie auch immer, dritter DNF und zweiter wurdest, jetzt auch der erste Platz her, ja, war das jetzt eher so ein Saisonstart wie auf dem Silbertablett oder war es eher harte Arbeit? Also ehrlich gesagt war es harte Arbeit. Erstmal dazu, das ist meine Lieblingsstrecke, für mich muss ich hier gewinnen. Daraufhin habe ich natürlich alles gegeben, wollte natürlich einer der schnellsten auf dem zweitschnellsten Reifen sein, habe ich auch geschafft eigentlich. Ich hätte mit dem Supersoft zwar nicht die Pole raushauen können, aber P3 wäre drin, auf jeden Fall drin gewesen mit dem Supersoft. Habe aber in Sektor 3 einen Fehler gemacht. Somit war die Hotlap für ein Popo. Nichtsdestotrotz, relativ okay Start war es jetzt nicht.
S. Crasherino hatte wenig Platz in Turn 1. Ist mir vors Auto gezogen, hat mir den Frontflügel, ich sag jetzt mal, abgehauen, wo er natürlich nichts für kann. Zend war neben mir, beziehungsweise Citrus war neben mir. Und ja, dann wusste ich nicht, wo ich hin konnte. Hab dadurch meinen Frontflügel verloren, mit dem Supersoft natürlich dann sehr schlecht, weil dann ist die Strategie direkt kaputt. Daraufhin bin ich dann in die Box gegangen mit dem Soft und dann ging eigentlich alles gut. Dann habe ich Alien überholt, Dunlinger überholt, Zend überholt, all diese Fahrer, die vor mir waren, Clockmaster, teilweise auch Undercuts geschafft, die eigentlich von Runde 1 eigentlich nicht funktioniert hätten. Bin zum Teil auch fast die schnellste Runde mit dem Soft gefahren. Also ich war nur 2 Zehntel langsamer als die schnellste Runde. Und ja, dann bin ich Runde 20 mit Ice Crush Reno quasi in die Box gegangen, in derselben Runde. Ja, hab mir die Ultrasoft geholt, er die Supersoft, kurioserweise. Komisch. Ja, und dann ging's richtig krass bergauf. Daniel, mein Teamkollegin, Frontflügelschaden. Sehr doof gelaufen und hat zwar nicht den Aufhaltfahrer gespielt, aber irgendwie hat es wohl funktioniert, dass ich rankam und konnte mich so auch auf P1 nach vorne fahren. Also es war echt eine abwechslungsreiche Überholjagd. Okay. Ja, noch eine abschließende Frage zu dir. Ja, was denkst du? Wird's, ja, ich denke mal, dass du selber sagen willst, dass es auch bei dir um die WM gehen wird, aber was sind denn noch so deine Ziele in den nächsten Rennen, Sochi Baku? Also natürlich, Weltmeisterschaft wäre schon toll, wenn ich die gewinne. Ich meine, Chancen habe ich auf jeden Fall, man sieht's ja. Was mir aber mein primäres Ziel ist, ist auf jeden Fall die KWM. Also Renault soll auf jeden Fall gewinnen, muss auf jeden Fall gewinnen. Das ist für mich ein Muss. Und ja, wie es jetzt in Sochi aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ehrlich gesagt, ich mag die Strecke. Ich mag die Turns, ich mag die ganzen schönen Kurven, da kann man schön ruhig den Wagen reinrollen lassen. Und ich denke jetzt einfach mal, da kann man sich drauf freuen. Ich bin gespannt und lassen wir es einfach mal so, was da so passieren wird. Vielleicht kommen wir nochmal in die Quere mit den Haas. War eigentlich relativ toll das Rennen heute. Ja. Ja. Okay, danke für mein Ding und ich würde sagen, zum ersten Mal mit dem neuen Champagner. Champagner! Juhu! Ich bin minderjährig. So, Pali gewinnt, fahr alles gut, Juno. Dann kommt dem Christi mit 10 Sekunden Strafe. Clubmaster bekommt Rabe Kant, Daniel bekommt 5 drauf, Alien wird 6. Famous 7. Cent 8. Mission der Tingle in 9. und Extern bekommt trotzdem noch fürs Tour Formel 1 Minute 33 den 10. Platz und einen Punkt. Ja, dann war Danielinger, Betona, Alex. Schnur, Boss, eine ganze Menge DNF. Wenn du DNF, Bambi bekommt 5 Sekunden für 6. und Landfurt ist eben DNS. Ja, das ist ja mal was, würde ich sagen. Aber trotzdem, mal gucken, Sochi ist der nächste Lauf. Ja, Pali würde aktuell führen. Renault mit 35 Punkten vorne. Ice Crushing auf 2, Christi Serra 3, Clockmaster 4, ja, Daniel 5. So. Ja, und das ganze Rennergebnis halt, ja. Ja, ja, und in der Team WM Haas 3, McLaren 104, Williams 5, dann kommt Red Bull, Force India, Ferrari, Sauber und Mercedes haben 0 Punkte. Es bleibt spannend, Sochi ist der nächste Lauf. Ja, mal gucken, ne, Pali, was uns dann so erwarten wird. Aber naja, gut, die WM ist ganz klar Renault auf der 1 und ja, mal gucken, ne. Mercedes ganz unten, die 0 müsste man wegtun. Und ich würde sagen, Pali, was erhoffst du dir für Sochi? Vom ja, Sochi, auch, eine ganz, ganz schöne, interessante Strecke. Wir freuen uns alle auf Russland. In 2 Wochen geht's los, am 10.12.2017 um 19.30 Uhr. Bitte wieder einschalten, liebe Zuschauer. Ich würde sagen, damit war's das. Und, ja. Ich würde sagen, weil sich dann in Russland wieder die Roboter beginnt, dabei, dann wäre dabei noch nicht. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert vom Snackly Snack Snack. Bis zum nächsten Mal.